Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Fußball-Podcasts. Heute mit dem Mann, der es in seiner so bewegten Karriere auf 573 Bundesliga-Einsätze gebracht hat und damit auf so viele wie sonst keiner. Er ist also der Bundesliga-Rekordspieler. Außerdem war er fünfmal Meister als Spieler, einmal Meister als Trainer, war zweimal bei einer WM dabei. Kurzum, er ist eine absolute Legende und deswegen sehr prädestiniert für die heutige Aufzeichnung. Ich freue mich sehr, dass wir mehr oder weniger bei ihm zu Hause zu Gast sein dürfen. Hallo Heribert Weber. Grüß Gott. Vielen Dank für mich auch, Ihre Zeit. Ich glaube, so viel Zeit nehmen wir uns schon, dass wir die Werbebotschaft jetzt unterbringen. Wir sind da im Garten des Hotels Kernburm in Graz. Das ist, habe ich mir von Ihnen sagen lassen, schon ein bisschen ein fußballaffines Hotel, nicht? Fußball und Musik, ja, würde ich sagen, weil mein Schwiegervater war der Chef der Kernburm, der legendären Kernburm. Und in seiner Zeit als Musiker hat er schon begonnen, dieses Hotel aufzubauen. Und jetzt führt es meine Frau weiter und sie macht es wirklich sehr erfolgreich. Wie ist es um Ihr persönliches musikalisches Talent bestellt? Wie musikalisch darüber möchte ich eigentlich kein Wort verlieren. Aber Sie wissen, dass Sie jetzt den Investigativjournalisten in mir gekitzelt haben. Jetzt wäre es interessant, da ein bisschen nachzustoßen. Na gut, breiten wir den Mantel des Schweigens drüber. Reden wir lieber über Fußball. Und da haben wir ja wirklich einiges zu tun, wenn wir die Karriere des Heribert Weber aufarbeiten wollen. Ich mag beginnen bei Ihrer Funktion als Buchdrucker. Ein solcher war Heribert Weber nämlich in ganz jungen Jahren. Und zwar ist er aufgewachsen in Pöls ob Judenburg. Das ob Judenburg war dem Heribert Weber besonders wichtig, dass ich das so transportiere. Und es gab dann, die Geschichte müssen Sie jetzt bitte fertig erzählen, einmal ein Match einer Buchdruckerauswahl gegen Sturm Graz. Und da schlug die große Stunde des Heribert Weber, richtig? Ja, nur ganz kurz. Ich bin nach 6 Klassen Gymnasium ausgestiegen, habe dann eine Buchdruckerlehre begonnen in Judenburg. Bin dann in die Berufsschule gegangen in Graz und habe da einen Berufsschullehrer gehabt, der unglaublich fußballbegeistert war. Und der hat immer gesehen am Montag in der Zeitung, dass der Heribert Weber bei Pöls ob Judenburg sehr viele Tore schießt und als Mittelstürmer als 18-Jähriger sehr erfolgreich ist. Und also das klingt ja heute auch fast ein bisschen skurril. Heribert Weber war Stürmer, nicht? Ich war Mittelstürmer und daraus ist dann dieses Spiel gegen die U20 von Sturm Graz entstanden. Und die Buchdruckerauswahl hat dann gegen die U20 gespielt. Wir haben zwar 3-5 verloren, aber ich habe alle drei Tore geschossen. Und das Wichtigste war, dass der damalige Trainer der Kampfmannschaft, Karl Schlechter, bei dem Spiel dabei war und gesagt hat, wie das Spiel ausschaut, diesen jungen Burschen mit diesen schwarzen langen Haaren, den möchte er gerne für die Kampfmannschaft haben. Wir reden da vom Jahr 1973, wenn ich richtig recherchiert habe. Und dann ging es also ab in die große Bundesliga-Welt, wenn man so will. Ich glaube, das erste einschneidende und vielleicht auch ein bisschen dramatische Erlebnis war dann 1975 in Form eines verlorenen Cup-Finales gegen Innsbruck. Damals noch in Hin- und Rückspiel. Wie haben Sie denn dieses Ereignis abgespeichert? Das habe ich überhaupt nicht mehr abgespeichert. Das machen die guten Kicker. Die haben die Niederlagen alle vergessen. Ich kann mich noch erinnern, dass wir dieses Cup-Spiel verloren haben. Aber ich kann mich nicht sehr genau daran erinnern. Fakt ist, Sie haben schon einmal, daran werden Sie sich wahrscheinlich erinnern können, das Siegtor für Sturm gegen Rapid erzielt. Und daran kann ich mich darüber sehr... Darüber kann man reden, ja, oder? Ja, darüber kann man reden. Ich habe das auch mit dem Kopf erzielt. Und ich war damals auch noch Mittelstürmer bei Sturm Graz und habe da dieses entscheidende Tor erzielt. Und ja, das war mein erstes Spiel von Anfang an bei Sturm Graz. Und dann ist es eigentlich relativ leicht und locker gegangen. Ich habe dann sehr viele Spiele gleich gespielt, schon mit 18, 19 Jahren und war wirklich sehr erfolgreich. Wie ist denn dieser Rückzug, wenn man das so nennen darf, vom Mittelstürmer eben hin zum Libero oder zum Freigeist vonstatten gegangen? Warum vor allem? Es war so, dass ich dann längere Zeit verletzt war, ein halbes Jahr. Und in dieser Zeit wurde ein dänischer Mittelstürmer geholt. Kurt Stendal war sicher ein Begriff für alle, war ein sehr guter Spieler. Und Karl Schlechter hat dann, wie ich wieder gesund geworden bin, für mich eine Position gesucht. Und in einem Freundschaftsspiel gegen 1860 München in Graz habe ich das erste Mal dann Vorstopper gespielt. Und wir haben dieses Spiel 3-0 gewonnen. Und ich habe diese Position hervorragend ausgefüllt, habe mich auch sehr wohl gefühlt. Bin nicht nur hinten als Verteidiger gestanden, sondern habe das sehr modern gespielt. Bin mitgegangen nach vorne, habe da
kann mich noch erinnern, an die Latte geschossen. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch in dieser Position zu spielen. Was war denn die verantwortungsvollere Position, wenn man das überhaupt qualifizieren kann? Die des Liberos oder die des Mittelstürmers? Also ich bin einmal der Meinung, dass es sehr schwer war, als Stürmer immer wieder die wichtigen Tore zu schießen. Denk da an Hans Krankl, bei ihm war es eben unglaubliche Belastung, weil die ganze Öffentlichkeit von ihm verlangt hat. Der Name wird vielleicht im Laufe des Gesprächs noch ein, zweimal fallen, ja. dass sie vorgewarnt sind. Als gepriesener Goalgetter ist er natürlich einer gewesen, der in der Öffentlichkeit gestanden ist, und es wurden eigentlich von ihm Tore gefordert. Und von daher muss man sagen, dass diese Position des Verteidigers vielleicht einfacher zu spielen war. Mhm. Apropos Hans Krankl, es kam irgendwann das Jahr 1978 und der Wechsel des Hans Krankl von Rapid hin zu Barcelona. Folglich, so ist zumindest die gängige Geschichtsschreibung, hat Rapid ein bisschen ein Knädel in der Kasse gehabt, um so ein bisschen wienerisch oder fußballösterreichisch zu formulieren. Und mit diesem Knäller hat man sich leisten können einen Happig und einen gewissen Heribert Weber. Mhm. Das also war im Jahr 1978. Wie haben Sie ganz grundsätzlich den Wechsel von Sturm zu Rapid in Erinnerung? Es waren ja die ersten Jahre bei Rapid alles andere als einfach. Ja, die ersten Jahre waren nicht besonders einfach, was das Sportliche betrifft. Aber für mich war es nicht ganz so schwer, weil eben Karl Schlechter in dieser Zeit bei Rapid Trainer war. Und er hat mir wirklich sehr viel geholfen in den ersten Jahren, und wichtig war, dass ich in die Mannschaft gekommen bin und dass die Spieler mich akzeptiert haben als Mitspieler, dass ich auch im Training überzeugen habe können und dass ich nach kurzer Zeit eben zum Stammspieler geworden bin. Das muss man jetzt vielleicht für die Jüngeren auch erklären. Ich habe es ja hier mit dem Ehrenkapitän des SK Rapid zu tun. Auch das ist irgendwie Hans Krankl zu verdanken oder ihm umzuhängen, weil der wurde nämlich 1982 wieder nach seiner Rückkehr zum Rapid-Kapitän gewählt. Daraufhin hat sich das Präsidium oder das Management entschlossen, Heribert Weber zum Ehrenkapitän zu ernennen. Waren Sie dem Krankl damals böse? Oder sagen, Sie, das war eigentlich der größte Gefallen, den er mir tun hat können? Ja, das war mein größter Wunsch, dass er wieder zu Rapid zurückkehrt. Aber ich meine jetzt bezogen auf die Kapitänsfrage. Ja, ja, für mich war das überhaupt kein Problem, dass er wieder Kapitän wurde. Er war es auch schon vorher, und für mich war es ganz klar, dass er die Kapitänsschleife wieder bekommt. Und es war dann so, dass eben die Verantwortlichen bei Rapid, Geschäftsführer und Präsident, sich überlegt haben, was kann man machen, dass der eine Kapitän ist und der andere nicht vielleicht enttäuscht ist jetzt, dass ihm die Kapitänsschleife weggenommen worden ist. Und sie haben mich dann zum Ehrenkapitän gemacht, auch deswegen, weil ich vieles von dem mitgebracht habe, was einen Rapid-Spieler ausmacht. Also ich fürchte, ich langweile Sie vielleicht ein bisschen mit der nächsten Frage, aber ich kann halt nicht davon ausgehen, dass alle Zuseher diese Geschichten alle kennen. Deswegen würde ich Sie bitten, dass Sie es halt noch einmal erzählen oder vielleicht auch gerne in neuer Version, in upgedateter Version wiedergeben. Es gab ja in diesen 80ern, die ja unglaublich erfolgreich waren für Rapid, mit dem Europacup-Finaleinzug und mit insgesamt 4 Meistertiteln, glaube ich, diese berühmten 2 Achsen oder diese berühmten 2 Blöcke innerhalb der Rapid-Mannschaft, nämlich die Achse Weber rund um den Rädelsführer Heribert Weber und die Achse Krankl. Was hat es denn mit diesen tatsächlich auf sich gehabt? Waren die tatsächlich so verfeindet unter Anführungszeichen oder ist dann medial und im Laufe der Zeit auch ein bisschen was dazu gedichtet worden? Oder war das schon so, dass es diese 2 konkret voneinander unterscheidbaren Blöcke gegeben hat? Also in erster Linie muss man mal betonen, dass der Hans Krankl ein absoluter Weltklasse-Stürmer war. Und es war ganz klar, wie er dann zurückgekommen ist, dass von ihm gefordert wurde, dass er wieder für die nötigen Tore sorgt. Und dieses Problem, das wir beide gehabt haben miteinander, war schon positionsbedingt. Er war der Stürmer, der gepriesen wurde von der Öffentlichkeit und der den Druck hatte, dass er immer wieder für die Tore sorgen muss. Und dementsprechend auch Bälle von uns gefordert hat von hinten. Und ich war derjenige in der Abwehr, der alles unternommen hat, dass wir so wenige Gegentore wie möglich bekommen. Und da ist schon ganz logisch, dass da irgendeine Diskrepanz da ist. Ja, der eine muss Tore schießen, der andere will Tore verhindern.
Und deswegen, wenn er sich halt des Öfteren nicht so bewegt hat, wie ich mir das vorgestellt habe, dann habe ich nach vorne geschrien und habe gesagt, er soll sich bewegen, ne? Oder mehr bewegen. Hat er gefolgt? Und dann hat es nicht lange gedauert und er hat wieder nach hinten geschrien und noch lauter als ich nach vor. Und meistens war es, nachdem er ein Tor geschossen hat, weil er war dann so motiviert durch das, dass er so zornig wurde und dann hat er sich wirklich sehr gut bewegt. Na bitte, also waren Sie auch ein Diplomat oder ein Pädagoge, kann man sagen. Ja, im Nachhinein kann man es vielleicht so bezeichnen. Der Mann, der Hans Krankl erzogen und gebändigt hat. Eine Geschichte, die muss ich Ihnen jetzt noch abbringen. Ich habe sie schon einmal gehört, aber es kann natürlich keiner so gut erzählen wie Heribert Weber. Vorausschickend mag ich erklären, es geht um das Thema Hans Krankl und seine Mannschaftsdienlichkeit. Vielleicht haben Sie vor kurzem gesehen, wir haben auch mit Herbert Prohaska über das Thema Hans Krankl gesprochen. Der hat sinngemäß gemeint, wenn man den Krankl noch weit weg vom gegnerischen Tor angespielt hat und man musste dann quasi noch 40, 50 Meter mit ihm mitsprinten, dann war es eigentlich gescheiter, als Mitspieler gleich stehen zu bleiben. Der Krankl hat sowieso nie abgespielt. Von Heribert Weber ist mir eine Geschichte in Erinnerung, von der ich Sie bitte, dass Sie sie noch einmal erzählen. Es geht um ein Testspiel gegen, und nicht Testspiel, eben Meisterschaftsspiel gegen Föst Linz. Rapid hat 7-0 gewonnen und Krankl hat kein Tor erzielt. Ich glaube, wir haben 6 oder, also das Resultat weiß ich nicht mehr ganz genau, 6 oder 7-0. Und es war so, dass der Gaga Kurt war mein Vorstopper und das war ein Spieler, der normalerweise nie über die Mittellinie gegangen ist. Und in dem Spiel, kurz vor Schluss, hat er es doch riskiert, ist bei einem Angriff mitgegangen, ein Stangelpass herein. Und hinter ihm ist Hans Krankl gestanden, er ist hineingerutscht, Gaga hat das 6 oder 7-0 geschossen. Der Krankl war unglaublich zornig, ein Spiel 6-7-0 und er hat kein Tor geschossen. Und wir gehen dann in die Kabine, ich habe schon gesehen, das Kopferl ist ein bisschen rot geworden, ein bisschen zornig. Und er macht die Tür auf und schießt seinen Schuh hinein und sagt, ihr seid alle gegen mich. Da war dann sogar der Pädagoge Heribert Weber sprachlos, oder? Ihr seid alle gegen mich. Wir haben 6 oder 7-0 gewonnen und er nur kein einer, Tor nur geschossen. Nur einer war stinksauer. Das hat es nur einmal gegeben wahrscheinlich. Aber es gibt noch eine kleine, sehr nette Geschichte. Und ich bin ja des Öfteren sehr offensiv geworden als Libero und gehe nach vorne, nachdem ich einen Angriff abgefangen habe und spiele auf Hans Krankl den Ball. Und er will gleich aufs Tor schießen, hat aber den Gegner angeschossen, der Ball fällt mir wieder vor die Füße und ich habe dann das Tor geschossen. Und er ist dann gekommen als Erster und gesagt, na, wie habe ich da denn aufgelegt? Das war doch wieder sein Verdienst letztlich. Herr Weber, jetzt werden Sie wahnsinnig überrascht sein, dass, wenn wir schon über die 80er und die sehr erfolgreiche Zeit bei Rapid sprechen, ich den Namen Otto Baric in den Mund nehme. Damals Mastermind und Erfolgstrainer. Und einer, so vernimmt man immer wieder auch, der gerade Führungsspielern erstens sehr viel Freiraum gegeben hat und ihnen zweitens auch zugestanden hat, wirklich bei taktischen Entscheidungen zumindest mitzureden. Wie war das? Also er hat uns zumindest das Gefühl gegeben, dass wir mitsprechen dürfen. Er war einer, der seiner Zeit voraus war, was das Menschliche betrifft. Er hat mit allen Spielern gesprochen, er hat den Spielern das Gefühl gegeben, dass sie sehr viel wert sind. Alle, nicht nur diejenigen, die immer unter den ersten 11 sind. Er war einer, der die Spieler umsorgt hat und mit ihnen viel gesprochen hat, was in dieser Zeit eigentlich kaum der Fall war. Und dementsprechend war er auch bei den Spielern sehr beliebt. Jetzt muss man dann natürlich einen Namen noch in den Mund nehmen, wenn man von dieser goldenen Rapid-Generation spricht. Und das ist natürlich Antonín Panenka, der Tonda. War er vielleicht der beste Mitspieler, den Sie je genossen haben? Ja, ich sage jetzt einmal, wenn ich den Hans Krankl als Stürmer hernehme, ich kann nicht eine Position mit der anderen vergleichen. Bisschen unfair, blöde Journalistenfrage. Nein, passt schon. Hans Krankl war für mich ein absoluter Top-Stürmer. Aber Antonín Panenka, ich habe das schon einmal gesagt, war der beste Mittelfeldspieler, mit dem ich jemals zusammengespielt habe. Und er ist ja auch erst mit, glaube ich, mit 32 oder so zu uns gekommen und hat unser Spiel nach vorne geführt, das war unglaublich. Ja. Und vor allem seine Schusstechnik war sensationell.
wie er die Corner geschossen hat, wie er die Freistöße geschossen hat. Ich bin dann nach dem Training oft stundenlang mit ihm noch draußen geblieben und habe versucht, das zu lernen, was er kann. Und wir haben dann ein Handballtor aufgestellt als Mauer und haben über dieses Handballtor geschossen 100, 200 Mal. Und er hat mir dann gesagt, weißt du, Harry, Journalisten haben immer gesagt zu mir, wie kann man so talentiert sein? Wie kann man von Gott so gesegnet sein? Und sie haben nicht gewusst, dass ich schon mit 10 Jahren 100, 200 Mal am Tag Freistöße geübt habe. Das sagt man über die allergrößten Fußballer dieser Welt, auch zum Beispiel über einen Ronaldo. Auch der, sagt man ja, ist jetzt auch nicht von Gott mit Talent gesegnet, sondern ist einfach ein wahnsinnig harter Trainierer. Und genau wie Sie es schildern, bleibt halt dann auch noch ewig nach dem Training draußen und schießt halt 1000 Freistöße. Warum hat es denn 1985 den ganz großen Coup, nämlich zum Gewinn des Europacup-Finales, nicht gereicht? Ja, erstens haben sehr wichtige Spieler gefehlt, auch unter anderem Antonin Banenke ist dann erst reingekommen, aber war nicht fit. Dann hat es, glaube ich, Bucic war gesperrt. Also es haben 3, 4 ganz wichtige Spieler gefehlt und wir haben in diesem Spiel einfach dumme Tore bekommen und waren nicht mehr so extrem von uns überzeugt, wie das in den anderen Spielen davor war. Wir waren wirklich eine sehr gute Mannschaft, die international absolut mithalten hat können. Wir haben internationale Topstürmer gehabt. Wenn ich Kancha hernehme, wenn ich Krankl hernehme, wenn ich Bakult hernehme, also das waren Spieler, die auch international überall spielen hätten können, die immer wieder gezeigt haben, dass sie immer hohe Qualität haben. Aber in diesem Spiel waren wir einfach nicht die Mannschaft, die bis ins Finale vorgestoßen ist. Also bis ins Finale schon, aber dann halt nicht den ganz großen Coup gelandet hat. Apropos Europacup-Finale, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen ein weiter Sprung in Ihrer Karriere, aber ich muss schon langsam auf die Zeit schauen. Ich will Sie ja nicht noch länger quälen, als ich es eh schon getan habe, oder über Gebühr quälen. Heribert Weber hat ja dann noch einmal den Genuss miterlebt, ins Europacup-Finale einzuziehen, 1994 mit Salzburg. Damals schon als, sagen wir mal, reifer Spieler. Ich habe bei der Herfahrt mit meinem Kameramann diskutiert. Er hat behauptet, Harry Weber war damals maximal 35. De facto waren sie damals schon 39. Und das heißt, sie waren damals der Chef einer Mannschaft, die so als die Boyband wahrgenommen wurde. Da waren halt so die Schöndlinge, Feiersinger und Pfeifenberger und was weiß ich, was alle dabei. Waren Sie da auch involviert in diese Sturm- und Drangphase? Wie war es um Ihre Frauenangebote bestellt damals? Einige ältere Spieler, das darf man nicht vergessen, da waren ja einige Spieler dabei, die schon bei Rapid gespielt haben, in Mitte der 80er Jahre. Ich denke da jetzt an den Stadler, ich denke da an den Leiner, ich denke an den Gager, die waren auch schon 34, 35. Also es war eine relativ routinierte Mannschaft, die da bis ins Finale gekommen ist. Aber es war eine absolut gute Mischung zwischen jungen, talentierten Spielern, die unglaublich viel gelaufen sind, und uns älteren oder alten Spielern, die halt viel mit dem gemacht haben, was sie im Laufe ihrer Karriere gelernt haben, nämlich mit der Qualität, die sie dann den jungen Spielern beigebracht haben. Und so ist diese Mannschaft entstanden. Eine Mannschaft, die eine völlig konträre Mannschaft zu der Mannschaft war, mit der wir 1985 mit Rapid ins Finale gekommen sind, kann man überhaupt nicht vergleichen. Ich muss heute sagen, ich bin noch immer überrascht, wie sich manche junge Spieler in diesem Jahr gesteigert haben. Das war unglaublich, was diese Motivation innerhalb einer Mannschaft ausmachen kann. Dass Spieler auf einmal Qualität gezeigt haben, die man ihnen nie zugetraut hätte. Und so sind wir dann bis ins Finale gegen Inter Mailand gekommen. Und das, obwohl die Umstände oder die infrastrukturellen Rahmenbedingungen gerade zu Beginn Ihrer Salzburger Zeit, Anfang der 90er, glaube ich, ja nicht wahnsinnig professionell waren, wie Sie mir schon einmal erzählt haben. Das war sehr lustig, wie ich da hingekommen bin. Also im Nachhinein kann man sagen, es war lustig, aber wir haben ja alle Möglichkeiten gehabt. Ich bin von Rapid zu Salzburg gekommen und die ersten Trainings, die da stattgefunden haben, die haben da auf einer Wiese neben dem Lehner Stadion stattgefunden, wo immer die alten Frauen mit den
mit den kleinen Hunden äußern gegangen sind. Also es war eine so professionell ist es zugegangen damals. Ja, aber wir haben das Beste daraus gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann hat sie nach kürzester Zeit eh schon dieses wunderschöne Trainingszentrum in Rief gegeben. Und trotzdem oder dann vor allem gerade deswegen hat sich ja eine unglaubliche Euphorie in der Stadt entwickelt. Wir haben den Heimer Pfeifenberger auch schon einmal als Hauptdarsteller dieser Serie gehabt. Der hat erzählt, er kann sich erinnern an irgendeinen PR-Termin in einer Diskothek. Da haben die Spieler, die Autogramme geschrieben haben, regelrecht flüchten müssen, weil die Fans die Fensterscheiben zertrümmert haben oder eingedrückt haben. Wie haben Sie denn diese unglaubliche Euphorie abgespeichert? Also, ich habe das nie mehr erlebt, vorher nicht und nachher natürlich auch nicht. Diese Begeisterung, was nicht nur jetzt das UEFA-Cup-Finale betrifft, sondern vor allem auch die Meisterschaft. Ja. Man darf nicht vergessen, wir sind in diesem Jahr das erste Mal in der Geschichte des Vereins Meister geworden und sind vorgedrungen bis ins UEFA-Cup-Finale. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im Nachhinein, was sich da abgespielt hat in der Stadt, es hat das erste Mal, glaube ich, in Österreich im Fußball Gruppis gegeben. Die jungen Spieler, die waren wirklich gefordert. Die haben echt, wie jetzt der Heimer das gesagt hat, flüchten müssen des Öfteren. Bei mir war das nicht so ein Problem. Ich war schon in einem Alter, wo sie vorbeigeschaut haben. Sie waren schon aus der Gefahrenzone. Sie haben quasi den One-Touch-Pass an den Pfeifenberger weitergespielt. Der und Feiersinger, die waren so, die haben sie nicht ausmachen. Ammerhauser, glaube ich, wird damals auch recht begehrt gewesen sein. Ja. Und Otto Konrad natürlich, ein sensationeller Goalie damals. Genau. Das muss man auch erwähnen. Damals in den 90er Jahren war ja Österreich gesegnet von einer Dichte an Torhüterqualität, die ja auch unvorstellbar war. Da waren ja fast vor Konrad noch einzureihen, oder zumindest auf gleicher Höhe einzureihen. Ja, Konsel, ja, Wohlfahrt, Knaller, Schickelgruber. Ja, ja. Also das war schon damals sensationell. Herr Weber, ich muss noch kurz über Ihre Nationalteam-Karriere sprechen und da vor allem die Frage stellen, was denn da unmittelbar vor der Weltmeisterschaft 1990 mit Pepe Hickersberger vorgefallen? Vielleicht zum Hintergrund, Herbert Weber ist ja zweifacher WM-Teilnehmer, 1978 und 1982 und 1990 eben nicht, weil sich mit dem Teamchef was zugetragen hat. Ja, ich bin eigentlich, wenn ich darüber spreche, heute noch ein bisschen enttäuscht, dass das passiert ist. Wir haben uns ja immer wieder getroffen und sehr gut verstanden. Wir haben auch miteinander bei Rapid gespielt. Er war damals schon ein routinierter Spieler und wir haben uns außergewöhnlich gut verstanden und er hat mich dann zurückgeholt in die Nationalmannschaft. Ich habe eigentlich meine Karriere als Nationalspieler schon beendet gehabt und er hat gesagt, du hilf mir noch, vielleicht können wir doch etwas bewegen. Und dann ist es so weit gekommen, dass wir zur Weltmeisterschaft nach Italien gefahren sind. Und das letzte Spiel vorher war das Entscheidende, das war gegen die DDR. Und, dreifacher Torschütze Toni Polster damals. Genau, und auf einmal ist er zu mir gekommen und nachdem ich eine Zahnoperation gehabt habe, also wie soll ich sagen, es war nicht keine Zahnoperation, ich habe überhaupt 2 Tage pausiert und bin dann zurück ins Camp und er ist dann am Spieltag erst zu mir gekommen und hat gesagt, dass ich heute nicht spiele. Und ich habe gesagt, warum? Und er hat gesagt, weil du vor ein paar Tagen diese Probleme mit dem Zahn gehabt hast. Ne? Dann habe ich gesagt, ja, das hättest du mir aber früher auch sagen können, weil dann wäre ich gleich zu Hause geblieben. Ne? Und dann sagt er, dann setz dich zumindest auf die Bank. Dann habe ich gesagt, na, wenn ich nicht fit bin zu spielen, dann bin ich auch nicht fit, um auf der Bank zu sitzen. Und dann habe ich mich auf die Tribüne begeben und daraus ist halt dann von ihm gekommen, nie mehr Weber und der Hickersberger. Und das tut mir heute noch weh, in Wirklichkeit. Ist heute alles gut zwischen Ihnen beiden? Ja, ja, wir sprechen zumindest wieder. Und man darf ja nicht vergessen, ich wäre der erste und einzige österreichische Spieler mit 3 Weltmeisterschaften. Allerdings, das wäre natürlich ein Hit gewesen. Zum Abschluss mag ich im Schnellformat noch kurz auf Ihre Trainerkarriere zu sprechen kommen. Die war ja auch nicht unerfolgreich. Herbert Weber hat ja gleich im ersten Trainerjahr den Meistertitel, Überraschung, mit Salzburg erklommen sozusagen oder geholt. Der war damals wirklich sensationell, muss man sagen, weil damit konnte man im Gegensatz zu 93, 94, 95 wirklich nicht rechnen. Es war deswegen überraschend, weil wir eine völlig neu formierte Mannschaft hatten. Es sind viele Spieler, die das Spiel der Mannschaft, die vorher Meister geworden ist, geprägt haben.
die sind weggegangen, ob das der Pfeifenberger war, der Konrad ist dann gegangen, der Adner und so weiter und so fort. Also es sind Spieler weggegangen vom Verein, die wirklich großartige Leistungen für Salzburg gebracht haben. Und dann war es eben so, dass neue dazugekommen sind. Und diese neuen Spieler haben, und das ist das Glück, was man als Trainer hat, dass die sofort sich wohlgefühlt haben innerhalb der Mannschaft. Und wir haben eine hervorragende Saison gespielt und sind Meister geworden. Ja. Und jetzt mag ich Ihnen zum Abschluss des Gesprächs noch einen Namen so hinschmeißen, der vielleicht sinnbildlich für die zweite Trainerstation des Heribert Weber ist, nämlich Rapid Wien. Und Sie dürfen dann einfach frei von der Leber weg drauf losplaudern, was Ihnen denn zu diesem Herrn einfällt, der Jan Savicevic. Ja, für mich absoluter Ausnahmespieler. Damals sich, Superstar bei Rapid. Wie er sich im Training bewegt hat, war einfach sensationell. Es war, wenn ich vielleicht noch ganz kurz was erzählen kann, wir haben so eine Übung gemacht im Training. Ich habe ihm den Ball zugespielt und wenn er den Ball mitgenommen hat, hat ein Verteidiger heraus attackieren müssen. Ja? Ich habe ihm den Ball gespielt, Verteidiger hat heraus attackiert und es war kein einziges Mal ein Verteidiger imstande, nur seinen Körper zu berühren. Jetzt kann man sich einmal vorstellen, was der für eine Bewegung gemacht hat. Das war unglaublich. Er hat halt nicht so gern trainiert, hört man. Ist da was dran? Das größte Pech war, dass er ja nur 40% der Meisterschaftsspiele gespielt hat. Sonst wären wir sicher Meister geworden. Einen aus Rapid-Sicht besonders dramatischen Fall hat es gegeben, ich glaube im Jahr 99, 2000. Da spielt Rapid gegen Sturm im Prater, im Happelstadion, womöglich um die Meisterschaft. Ja. Savicevic schießt zwei Tore, schießt Rapid zur 2-0-Führung und lässt sich nach 30 Minuten auswechseln und Rapid verliert 2-3. Nagt, ich meine, ich will jetzt nicht in Wunden wühlen, aber nagt dieses Erlebnis immer noch? Nein, es nagt natürlich nicht mehr, aber es war eben so, dass das nur die Bestätigung ist dafür, dass er einer war, der das Spiel dieser Mannschaft geprägt hat. Ja. War Savicevic der bessere Kicker oder ein gewisser Hannes Reinmeier? Kann man nicht vergleichen. Kann man nicht vergleichen. Savicevic ist ein unglaublich talentierter Spieler von Haus aus gewesen. Das war der Hannes auch. Aber er hat meiner Meinung nach erst zu spät etwas gemacht aus seiner Karriere. Er ist einer gewesen, ich habe auch mal mit ihm kurze Zeit gespielt und ja, vielleicht kann er dann selber was genau, also ich erzählen. Darf jetzt den Hintergrund erklären, Sie sehen es natürlich nicht, aber hinter der Kamera hat Hannes Reinmeier Platz genommen, dankenswerterweise, denn unbedingt vormerken, auch Hannes Reinmeier wird einmal Hauptdarsteller dieser Podcast-Serie sein. Wir zeichnen das jetzt nachher auf, bitte unbedingt schon vormerken, demnächst dann Hannes Reinmeier auf Krone TV und Krone.at. Das war's für heute mit Heribert Weber. Vielen, vielen Dank für die sehr ausführlichen und, wie nicht anders zu erwarten, eloquenten Ausführungen durch Ihre Karriere. Danke für Ihre Zeit. Danke. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.